Wie kann man das denn am besten machen? Also Jugendliche, die sich für Politik noch gar nicht interessiert haben, wie kann man die an die Politik heranführen? Ich glaube, dass wir, natürlich muss das über Schule gehen, das ist die wichtigste Grundlage, aber einfach nur, sagen wir mal, das Parlament zu erklären, was macht der Bundestag, was macht der Bundesrat, ist das eine. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass junge Menschen begreifen, wie Politik ihr Leben beeinflusst, an welchen Stellen. Die Frage, wer sorgt dafür, dass das, was ich esse, dass da keine Gifte drin sind, ist eine politische Entscheidung. Welche Regeln werden da gesetzt? Die Frage, ist meine Ausbildung, muss ich da was für bezahlen, ist das kostenlos? Ist eine politische Frage. Und interessant, wie man Jugendliche, die jetzt keine große Perspektive haben, aber trotzdem auf den oder in den Arbeitsmarkt integrieren kann. Was kann da Politik tun? Ja, wir müssen vor allen Dingen früher da sein, weil bei ganz vielen dann werden manche Weichen falsch gestellt oder die Jugendlichen stellen sich selbst falsch. Das passiert natürlich auch. Und wir müssen als Staat sozusagen immer hilfsbereit sein. Jetzt wollen wir ganz zum Schluss Ihren persönlichen Lieblingswitz, weil wir nämlich jeden, den wir fragen, werden wir einen Lieblingswitz. Haben Sie einen Witz? Ich kann überhaupt keine Witze. Und oh Gott, nee, ich habe überhaupt keinen Witz. Also ich lache total gerne, ich gucke auch gerne so, wie heißt es, Wochenshow. Nee, bei Betten, das kann ich nicht viel lachen. Also, Wochenshow oder Neues aus der Anstalt, also solche Geschichten gucke ich ganz gerne. Aber Witze so, nee, da kann ich gar nicht mit dienen. Sorry. Okay, dann sage ich einen Witz und Sie sagen, dieser Witz kommt von einem Jugendlichen. Mhm. Und Sie müssen sagen, ob der so mittelmäßig oder ob der gut ist. Okay, also, das kann ich. Klein Fritzchen steht an der Ampel, ja. Und dann kommt auf einmal ein Pinguin, der so an ihn klopft. Ne? Und dann hat er auf einmal diesen Pinguin am Hals. Dann geht er zur Polizei und sagt, was soll ich mit diesem Pinguin machen? Dann sagt die Polizei, ach, gehen Sie doch mit denen im Zoo. Einen Tag später sieht der Polizist immer noch Fritzchen mit diesem Pinguin. Sagt der Polizist, ich habe doch gestern gesagt, bringen Sie den noch in den Zoo. Ja, ist doch kein Problem. Gestern waren wir im Zoo, heute gehen wir ins Kino. Okay.